Yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg, genau. Und ganz so viel haben wir gar nicht mehr zu tun. Ja, lasst uns erstmal hier die ganzen Gebäude aufbauen, die wir noch aufbauen müssen. Dann greifen wir Rudaur an und die nördlichen Höhen. Ich glaube, das klingt ganz vernünftig irgendwie. Und lasst mich mal schauen. Genau, ich brauche hier vorne, brauche ich in Lothlorien, brauche ich Truppen. Unbedingt. Hier Bruchtal, sorry, mein Fehler. Bruchtal. Und dann brauche ich unbedingt in Dunland noch ein paar Einheiten. Das heißt, ich schicke von da welche her. Ach, schau an, da ist ja der Lothzalok. Ah, richtig. Den sollte ich nach vorne schieben. Ich hätte ihn jetzt gerne Gothmog wieder gegeben, weil er als Stufe 10 ist, aber das mache ich dann nächste Runde. Da geht es auf jeden Fall. Dann schiebt man die noch nach vorne. Da sind wir jetzt noch nicht ganz maxed. Was für eine Schieberei, Mann. Und hier sind wir jetzt... Oh, da müssen Einheiten hin. Das passt. Nicht auf den Typen klicken, das habe ich nämlich vorhin gemacht. Da ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Yay! Aber okay, sei es drum. So, dann bilden wir jetzt noch ein paar Trolle aus. Und... Das habe ich letztens gesagt, ich wiederhole es gerne wieder. Auch noch ein paar Ostlinge und so Zeugs. Ich mag die Ostlinge nicht, ich weiß nicht. Das mag zwar schwachsinnig sein, aber ich hatte immer das Gefühl, persönlich, dass die halt überhaupt gar nicht zu Mordor passen. Irgendwie, weiß nicht. War immer so mein Gefühl. Und ja, ich weiß, sie gehören zu Mordor und sie sind auch stark. Das hat jemand in den Kommentaren geschrieben, das hat auch Sinn gemacht. Ich meine... Die Orks kann ich schlecht ausrüsten. Sie sind schwach, sie kosten nicht viel. Pff, aber richtig gut sind es halt nicht. Und die Ostlinge, das stimmt schon. Ich kann die ganzen Leute aus Ruhn und Dagorlad und keine Ahnung. Hier, Haradrim, kann ich alle ausrüsten. Und das macht halt Sinn, ne? Okay, ich glaube, es produziert so ziemlich alles. Da können wir noch ein paar Trolle machen. Und dann beenden wir jetzt die taktische Phase. Oh, spannend. Okay, erstmal ganz kurz speichern. Gut, also was haben wir? Wow, das sind eine Menge Schlachten. Ja, erstmal die, wo er sich zurückzieht. Dankeschön. Dann die, wo er sich zurückzieht. Dankeschön. Dann die, wo er sich zurückzieht. Dankeschön. Noch eine? Oh, wow. Ich hätte gedacht, dass er wenigstens hier versucht. Dunland zu erobern, aber nee, hat Schiss, okay. Das Geile ist, dass er halt jetzt Dol Guldur komplett offen gelassen hat. Das heißt, wenn ich hier verteidigen kann, und es ist machbar, ich habe schon mal geschafft. Es ist sauschwer, aber es ist machbar. Obwohl, ich glaube, ich habe jetzt diesmal keinen Helden dort, ne? Könnte schwer werden. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ganz mit Sicherheit. Ja. Okay. Also, gegen 4 Leute. Das wird jetzt nochmal richtig schwer, Düsterwald zu verteidigen, weil es halt sind 4... Ja, es sind 4 Leute. Und letztens hat die KI sich echt stark gemacht. Oh, ich habe jetzt eine Festung. Ah, guck mal einer an. Das ist nice. Und ich habe sogar Bonus-Rohstoffe und Bonus-Gasthaus... Bonus-Baumeister. Das ist natürlich gigantisch. Dann kann ich mich richtig schnell ausbauen. Die Nase juckt die ganze Zeit. Mann! Das ist mit Sicherheit die Aufregung, weil ich jetzt zum ersten Mal richtig die Webcam zum Zocken benutze. Die Katapulte sind ja mal arschlangsam. Beeilt euch mal. Die könnten eigentlich hier so Spinnen zerstören. Die gehen da lang, die gehen da lang. Das ist gut. Genau, jetzt probieren wir das mal mit diesen Ostlingen aus. Habe ich zwar überhaupt gar keine Lust drauf, aber... Wenn mir schon mal gute Hinweise in den Kommentaren gegeben werden, dann sollte ich denen auf jeden Fall folgen. Und genau das werde ich jetzt tun. Dann spielen wir ein bisschen mit den Ostlingen. Schlecht sind sie ja auch nicht. Ich meine, es ist bloß so eine persönliche Abneigung denen gegenüber, aber es ist totaler Schwachsinn, weil die sind vollkommen gut. Also die sind, ne, also, ne. Brauche ich nicht viel zu erklären. Lavagruben brauche ich nicht. Magmakessel? Nein. Derzeit kein Bedarf dafür. Wie wäre es, wenn man das... Das Gute ist halt ja mal echt diesen Stachelpfeilschuss.
Schlecht ist der nicht. Ne, schlecht ist der nicht. So, ich hoffe mal die Bogenschützen. Erstmal erweitern wir den ganzen Müll hier. So. Dann. Schön bauen. Dann können wir hier mit Sicherheit das Spinnen. Oh ja. Okay. Das können wir noch zerstören. Das können wir auch noch zerstören. Da könnten wir mal weiterlaufen. Okay, die zerstören das. Das schaffen die aber. Die stehen auch nur rum. So. Okay, dann machen wir nochmal weiter. Dann habe ich nämlich Feuerpfeile. Unter Rad und Bogenschützen. Die sind nämlich richtig stark. Okay. Kommt mal alle zurück. Wenn er nämlich jetzt hier so ein Zeugs macht, das gefällt mir überhaupt nicht. Warte, 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 warte. Hier, die müssen wir noch zerstören. Ja, Reiter. Genau, das ist das Problem. Reiter und Mini-Orks. Okay. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Da gibt es noch eine Kohle. Die hole ich mir ab. Okay. Halt, 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 halt. Das haben sie doch gerade zerstört, oder? Da gab es doch Gold. Kann ich jetzt da was ausbilden? Oh, sehr schön. Dann mache ich jetzt hier erstmal... Okay, Ostlinge und Feuerpfeile. Spinnen. Die sind doof. Die fallen mir nicht. Ich habe richtig viel Kohle. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich die Vorposten eingenommen habe. Das hat er mir gerade zerstört. Oh ja, die sind Stufe 3, die Ratenfaller. Oh, das ist gut. Das ist ja richtig geil, die schießen. Oh, die schießen ziemlich gut. Okay, Feuerpfeile sind fertig. Warte mal. Dann kann ich ja jetzt hier meine Orks ausrüsten. Ah, das ist jetzt nicht so nice. Das holen wir uns auf jeden Fall zurück, das Gebäude. Feuerpfeile, Feuerpfeile. Warte mal, warte mal, warte mal. Die Leute rennen jetzt hier rein und machen Stress. Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Dann können wir hier noch ein bisschen unsere Leute boosten. Vielleicht sollte ich gleich auch noch Sägewerke bauen. Wäre eine Überlegung wert. Ah, das haben sie mir auch weggenommen. Fieslinge, okay. Stachelpfeilschuss ist T. Den setzen wir jetzt einfach mal ein. Schlecht ist er nämlich nicht. Komm schon. Genau. Der macht gut Schaden, wenn man das sich mal so anschaut. Das gefällt doch. Okay. Was ich auf jeden Fall brauchen könnte, wären Belagerungswerke. Weil dann kann ich die Leute noch ein bisschen besser ausrüsten hier. Genau, nimm mal das Gold ein. Dann nehmen wir hier den Vorposten wieder ein. Ja, und dann bilden wir, dann bauen wir hier das ganze Zeug auf und rüsten aus. Das ist gut. Dafür haben wir dann auch die Belagerungswerke. Flammen. Achso, da unten. Ich frage mich, wie das mit den Flammen genau funktioniert, weil ich habe das Gefühl, wenn ich nur ein Katapult habe, dann sind die Flammen eigentlich nie da. Aber jetzt habe ich hier so 4 oder 5 Stück und dann ziemlich häufig Flammen dabei. Also das muss irgendwie einen Zusammenhang haben. Ich glaube, das nennt man korrelieren, bin mir aber nicht sicher. So, dann schießen wir hier mal die Pferde ab. Diese blöden Lanzenreiter, wie heißen die? Lanzenträger, ja. Okay. Noch ein paar Ostlinge, noch ein paar Radrenbogenschützen. Ostlinge. Haben wir das eingenommen? Sehr schön. Das können wir auch einnehmen. So viele Flammen. Katapulte. Was haben wir denn hier jetzt? Oh, das ist nicht schön. Hey, die machen hier ganz schön viel kaputt. Das sollen sie ja gar nicht machen. Spannend machen sie es. Das Gute ist, sobald ich den Balrog beschwören kann, was relativ bald der Fall sein wird, sieht es auch schon wieder besser für uns aus. Ich muss halt nur gucken, dass meine Baumeister nicht sterben. Ne? 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 Gut. Na, eigentlich wollte ich ja upgraden. Ne?
So. Noch ein Gebäude. Na komm, noch so eine Barrikade. Und das hier noch. Wo sind denn die Gegner noch? Da, okay. Feuerpfeile. Feuerpfeile. Okay. Doch, das sieht ganz okay aus. Ich glaube, ich bekomme jetzt einen gesunden Mix hin. Ja. Schaffen wir schon. Irgendwie. Irgendwann. So, jetzt gibt's Sägewerke. Das ist ziemlich wichtig. Ah, scheiß drauf. Gibt genug Bäume in dem Wald für 1000 Millionen Sägewerke. Also das sollte gar kein Problem darstellen. Die Korsaren sind nicht schlecht, aber ich mag sie wirklich gar nicht. Obwohl die Brandbomben sind ziemlich cool, aber das ist so ein bunter, zusammengewürfelter Haufen. Das will ich nicht in meiner Armee haben, sorry. Das ist... Nee. Gut. Man könnte jetzt argumentieren, dass ich aber Orks nehme und die hier so viel besser sind. Ja, komm schon. Na, und? Ja, das geht schon, oder? Das geht schon. So, gleich gibt's dann die geschmiedeten Klingen und die schweren Rüstungen. Ich dachte, der Baumeister wäre jetzt ein Holzfäller. Wie heißen die denn wirklich? Arbeiter, oder? Ork-Arbeiter, okay. Arbeit. Sind aber nicht die Peons aus Warcraft 1 oder 2 oder 3? Nicht verwechseln. Ja, da könnte es auch mal hingehen. Oh nee, nicht schon wieder. Oh, blöde Gegner, ganz im Ernst. Blöde Gegner, gefallen mir nicht. Ich mag's nicht. Ich könnte jetzt sogar schwarze Reiter ausbilden, aber dafür brauche ich Kohle. Oh, die habe ich gerade nicht. So, das bauen wir gleich neu. Bauen wir neu auf. Dann bauen wir hier noch was auf. Ist ja egal, das Geld habe ich ja. Also von dem her ist relativ egal. So, schwere Rüstungen. Obwohl ich sollte erst ausrüsten, wenn ich wirklich alles ausrüsten kann. Ansonsten macht das ziemlich wenig Sinn. Bis auf die Feuerpfeile, die sind gut. Wow, wie weit können die schießen? Oha. Ah, machen alles kaputt. Böse Gegner. Vielleicht sollte ich irgendwo ein paar Türme bauen, aber habe ich jetzt gerade nicht wirklich Lust zu. Oh oh. Achso, das ist meine Truppe. Haben die Orks jetzt gerade Dunkelheit gecastet? Boah, sind die blöd. Wo sind die blöd? Ja gut, die KI spricht sich halt nicht ab, ne? Nicht wirklich. Außer, dass sie hier mal so einen Ring bauen und mit der Festung versehen. Aber ansonsten machen die eigentlich keine Absprachen. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, schieß die mal ab. So, geschmiedete Klingen, dann noch ein Katapult. Sind wir jetzt hier auf der sicheren Seite? Läuft es jetzt? Nicht wirklich. Ja, was soll. Ich glaube, dass ich dringend wieder die Dingsbums brauche hier, die... Was sagt schon? Ihr wisst schon, was ich meine. Vorposten. Das war das Wort, das ich gemeint habe. Ja. Wo sind wir jetzt hier? Ich sehe nichts. So dunkel. Ostlinge. Ich glaube, mit Trollen hätte ich schon gewonnen. Vielleicht aber auch nicht. So, dann rüsten wir die jetzt mal ganz auf. Oh ja. Der Feind ist nicht schwer zu finden. Warte. Oh ja, au, au, das tut weh. Und nochmal. Das war gut, das war echt gut. So, jetzt gibt es dann eh gleich Ballrock plus Lindwurm plus Feuerhagel plus alles. Ja. Ah, jetzt habe ich die ganze Vorsicht. Die können wir noch ausrüsten. Da habe ich jetzt was gebaut. Dann bauen wir jetzt hier mal einen Turm hin. Die können dorthin gehen. Die. Okay. So, ist der Ballrock bereit? Noch nicht.
Noch nicht. Und sie haben auf jeden Fall eine Festung gebaut. Na gut. Was kann ich denn hier jetzt noch bauen? Hier ist irgendwo der Gegner und macht alles kaputt. Das ist nicht gut. Also für mich zumindest, für den Gegner ist das natürlich gigantisch. Na toll. Ja, ja, das läuft schon. Das machen wir schon. So. Wir brauchen einen neuen Baumeister. Nein. Nicht gut. So. Jetzt habe ich die Sicht verloren. Aber die kriege ich wieder. Das geht schon. Die Sicht ist nicht das größte Problem. So, der muss gerettet werden. Jetzt kann ich. Oh ja, jetzt geht's los. Und zwar genau hier rein. Irgendwo da ist Platz. Dann sehen wir was. Dann casten wir noch einen Ballrock. Das kommt dahin. Feuerpfeile. Peitsche. Feuerspein, ja, ich reiß alles nieder. Da kann der Gegner nicht mit mir mithalten. So. Dann bilden wir nochmal aus. Dann casten wir jetzt unsere Dunkelheit. Ah, oh, das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Ja, der Ballrock, ich sag's euch, der ist ganz schön gefährlich. Aber oh, der haut euch so kaputt. Zünd dich mal an. Wumm! Und die Peitsche. Oh ja, yeah. So machen wir das, genau so. Der Lindwurm da oben ist auch noch ganz gut dabei. So. Dann machst du hier die Peitsche drauf. Hätt's gar nicht mehr gebraucht, hier sind schon meine Einheiten. Ha! Nett. Peitsche. Bums! Okay, ja, das sieht gut aus. Dann rüsten wir noch ein paar Einheiten aus. Das können wir noch ausrüsten. Nix mehr. Da haben wir noch was. Die sind schon ausgerüstet. Die sind auch schon ausgerüstet. Das läuft, das läuft. Ja, komm, aus Tor ganz weg. Na, die Drachen sterben, der stirbt. Ich glaube, das haben wir geschafft. Der hat nichts mehr. Die können wir noch ausrüsten. Nee, gibt keine Gegner mehr, die mir jetzt gefährlich werden könnten, selbst wenn sie wollten. Ach, das mit den Baumeistern ist auch relativ egal. Der kann hier kaputt machen, was er will. Ah, da fällt mir ein. Ich kann hier ein paar Upgrades machen. Oh, wie wir standhalten können. Oh, warte, das wird... Nee. Mach mal eine geile Festung. Mach mal eine Katapultfestung. Oh, schade. Genau jetzt, wo ich die Katapulte ausbilden wollte. Ah, ist auch noch eins. Teuer sind die Katapulte. Holy, okay. Gut. Das schaut gut aus. Also Düsterwald verteilt. Und das Gute ist, da hatte... Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, sorry dafür. Aber ich habe auf dich gehört und du hattest recht. Ich gestehe es ein. Ostlinge sind stark. Am Anfang ist es schwer ins Game zu kommen. Das geht mit Orks leichter, aber es sind schon Power. Also ist schon ziemlich geil.